Ja, hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Counter-Strike Global Offensive Video. Mit dabei ist der lieben Steven. Hallo. Ja, und vielleicht hört man ihn gerade ein bisschen leiser, das liegt einfach daran, dass die Musik hier gerade im Moment ein bisschen laut ist. Aber wenn das Spiel anfängt, dann müsste alles eigentlich in Ordnung sein. Und ja, wir spielen jetzt wieder drei Spiele. Aber, um auch mal so wieder so ein bisschen reinzukommen, etc., spielen wir erstmal gegen CPUs. Einmal im ersten Spiel jetzt sind wir im Team. Danach gegeneinander und danach, je nachdem, was wir besser fanden, gucken wir mal nach. Gut, wann beginnt denn jetzt eigentlich das Spiel? Also ich würde jetzt mal jetzt starten. Ja, bin ich dabei. Ready. Okay. Alles klar. Hier 3, 2, 1. Der hat da so einen Timer. 1, 0. Jetzt müsste ich mit dabei sein. Hier, das ist jetzt ein bisschen. Warte mal. Ja. Ich hab. Hier ist gerade irgendwas schief gelaufen. Oh, sind andere Spieler noch reingekommen? Ja. Ich hab's gerade gesehen. Hier, das ist jetzt wirklich. Ja, aber das gehört zu einem professionellen Video dazu, dass man am Anfang irgendwelche Schwierigkeiten hat. So, Cobblestone. Oh, Cobblestone, ja, die ist auch gut, die Map. So, wir warten. Lobby beitreten. Haha. Und wir gehen dann beide dann erstmal zu den Counterterroristen. Zu den Antiterroristen. Ja. So. Welche findest du eigentlich besser, die Antiterroristen oder die Terroristen? Also ich persönlich finde die Antiterroristen besser, weil sie einfach besseres Stuff haben. Ja. Und außerdem finde ich, die sehen auch eigentlich besser aus. Ja, die sehen nicht so lappenhaft. Aber das Gute an den Terroristen ist halt, die dürfen die Bombe legen. Mhm. Wir dürfen leider keine Bombe legen, aber es kann ja nicht jeder Spaß haben. Eben. So, da vorne ist jetzt gespawnt. Ja, ich bin auch gleich da. Gott. Go! Antiterror-Einheit. So, da bin ich. Okay. Und wie ist das eigentlich genau? Also muss man sich immer. Das ist jetzt mal mit Respawn. Also ich meine mit den Waffen etc. Also ich spawne immer mit verschiedenen Waffen. Du kannst innerhalb der Spawn-Zeit, hast du glaube ich 3 Sekunden Zeit, dass du auf B drückst und dir eine Waffe kaufst. Ja, aber das sind ja nur 3 Sekunden, das ist ja nicht jetzt super schnell. Ja. Und hast du schon länger Zeit, aber zum Auswählen halt nicht. Also, das ist aber uns direkt auf B. Das ist. Okay. So, ich hab endlich mal auch einen. So. Nice, aus der Entfernung. So, wo bist du denn gerade? Also ich bin hier gerade in dieser Höhle. Und ich bin tot. Tötest, dann bekommst du auch Punkte für, ne? Wenn ich dich töte? Die Hühnchen. So, dafür bekommt man auch Punkte? Ja, da bekommst du einen Punkt dafür. Okay. Ich dachte, die wären erst nur so Deko. Nee. Dann gleich mein Hühnchen töten. Versuch mal mit AWP. Ah, bist du das da oben? Bist du das? Ja. Das Hühnchen. Ah, ich hatte gerade eben auch schon. Oh, da ist ein Spieler. Topschuss. So. Ich komme jetzt mal zu dir. Ich habe bei mir mein die Project 90. Das ist eine der coolsten Waffen, wie ich finde. Oh, da bist du. Ich habe jetzt die M4, Oder. Oh, der wurde gerade vor unseren Augen erschossen. Wie du vor meinen Augen erledigt wurdest. Aber ich habe deinen Tod gerecht. Yeah. Ja, und da kommen 2 Kollegen unter dem Tunnel hervor. Okay. Soll ich hier jetzt einfach mal auf dich warten?
Du kennst dich aus mit den Waffen switchen? Ja. Okay. So, wo sind die hier? Aber ich finde die. Oh, ich bin tot, okay. Ich finde aber die CPUs in dem Spiel, die sind richtig gut gemacht. Also, ich dachte als erstes, dass ich mit ganz normalen Spielern spiele. Weil die einfach super gut, also die sind jetzt nicht super animiert etc., aber deren Bewegung etc. und das Verhalten von denen, das ist auch super gut an die an normale Spieler angepasst. Weißt du, woran das liegt? Woran? Tag für Tag wird das Spiel von tausenden Spielern geprüft und gefilmt und das wird quasi von den CPU-Playern aufgenommen. Ah, okay. Und was entwickeln die da so ein eigenes System für das Game? Ich bin hinter dir! Okay, also du meinst genau dann, wenn ich spawne, kann ich die Kaufzeit. Alles klar. Vielleicht wäre es besser, wenn du ein klein wenig lauter redest. Ah, da bist du ja auch. Ja, okay. Ja, warte, ich weiß nicht jetzt, wo uns liegt. Ich glaube, das. Warte mal, ich muss was an den Headset einstellen. Ja, ich deck dich so lange. Also, ich würde, wenn ich nicht gestorben wäre. Oh, jetzt bin ich mit einer Sniper dabei. Bist du das so? So, geht's jetzt besser? Ja, ah ja, da bist du. Ja, Okay, ich habe jetzt nämlich eine Sniper. Hast du die AWP? Oder die ist... Ja, das die AWP. Die ist nice, die macht One-Hit. Du musst stehen bleiben, sonst ziehst du nichts. Triffst du nichts. Alles klar. So, ah, hier habe ich eine gute Position. Ich halte hier, ob soll ich nicht nur die Zeit machen. Was? Counter-Strike Source. Nee, hab ich nicht gespielt. Also das hier ist mein erstes Counter-Strike, aber... Ah, ja, weil das ist auch so ein richtig... Counter-Strike-Reihe. Ah, okay. Die Engine, die ist da schon so weit vorne. Boah, jetzt habe ich endlich meine Shotgun. Bitte, also ich finde Shotguns richtig nice. Sniper sind bei Counter-Strike nicht wirklich so das die Waffe für mich, aber Shotguns, die finde ich richtig gut. Dafür bin ich ja der Scharfschütze im Team. Ja. So, ich laufe mit zwei anderen Kollegen rum. Okay, ich muss mal die ganze Zeit B drücken. Ah, okay. Okay, nein, den wollte. Oh, jetzt habe ich die falsche Waffe ausgewählt. Egal, ich habe zwei Knarren, Doppelknarren. Ja, wenn du jetzt auf F steckst mit der DPB so, ne? Ah, okay. Na, ah, jetzt habe ich schon wieder verpasst, B zu drücken. Ich mein Double. Was ist das eigentlich mit zufällige Waffen an und aus? Kann man das auch in einer Lobby dann abschalten, dass man zufällige Waffen hat? Ja, das geht gerade 3 oder so. Ah, okay. Ah, da bist du. Okay. Jetzt ist die Frage, wo sind die Players hier? Guck mal kurz, ob hier einer ist. Hier ist wer. Okay. Teamwork! Und dann gehen wir mal auf mein Konto. Okay. Sieht schon mal gut aus. Ich bin zwar vorletzte, aber sieht schon mal gut aus.
nicht laut. Nicht schlimm, nicht schlimm. Boah, komm schon, ey. Zeig den Köpfchen. Wo ist der hin? Hier war doch gerade eben einer. Ja, ja, der ist hier. Oh, der ist hier. Der kommt da jetzt durch die Tür raus. Nein. Gott, der hat mich weggesnackt. Damn it. Ist der Wick, Mann? Z75 Vollautomatik. Die was? Nackt mal 12 Waffen geschickt bekommen. Nicht, dass ich wüsste. Auf jeden Fall, das ist eine die erste vollautomatische Handwaffe in der ganzen Counter-Strike-Reihe. Die ist ziemlich gut. Ah, okay. So, wie die alle hier weggehen. Mal gucken. Ja, so, ich habe jetzt nochmal vom Spiel den Sound etwas leiser gestellt, sodass man sich jetzt hundertprozentig hört. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht muss ich das irgendwo manuell mal höher stellen. Ich will die ganze Zeit meinen Kopf bewegen, wie in DC, ist furchtbar. Ja, dann will man so mitgucken und mit um die Ecke starren. Halt's nicht aus. Wie findest du eigentlich die AUG? Die AUG? Ja, die ist gut und ich finde das Geile, man kann so ziehen wie in den COD-Zellen, also. Ja. Aber man darf jetzt nicht die ganze Zeit mit der ballern. Es gibt genug Waffen, wo man die ganze Zeit auf jemanden draufschießen kann und wenn man halt den Punkt in der Mitte richtig hat, dann trifft man auch. Aber mit der war das jetzt nicht oft genug so. Oh, okay, ja, jetzt war's, wie das gerade so. Diese zieht sich sehr groß, heftig. Ja. Ah, das bist du da drüben. Ah, du. Was auch Fun Masse ist einfach, wenn du ein Messer nimmst und einfach damit durch die Gegend läufst. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt gerade alle auf einem Platz. Ja, ich glaube auch. Da unten müsste jeden Moment, glaube ich, einer kommen. Ja. Ach, auf jeden Fall, bist du das? Das ist hier die vollautomatische Pistole. Ah, okay, ja, ich glaube, die kenne ich. Ja. Oh, schon gewonnen. Ja, das ist gut. Ja, okay, dann im nächsten Kampf sind wir dann erstmal gegeneinander unterwegs. Okay. Das wird jetzt spannend. Dann mal gucken. Was ist eigentlich die Inferno-Map? Inferno, Inferno, boah, das. Ich glaube, das. Nee, das ist nicht genug. Inferno kenne ich eigentlich noch gar nicht. Aber ich stimme mal auch für. Ja. Gut, dann. Achso, das ist die hier. Moment, kenne ich die oder kenne ich die nicht? Ich guck mal nach, ob ich die kenne, aber ich glaube schon, dass ich die kenne. Italienischer Stil so. Ja, aber ich glaube, davon gibt es mehrere Maps. Okay, was gehst du? Ist mir eigentlich egal. Dann gehe ich zu den. Warte, in welchen? Ja, okay, ich bin Terroristen. Okay, dann bin ich Counter-Terrorist. Oh mein Gott. Das hier ist jetzt aber alles immer nur Team Deathmatch, ne? Ja, genau, das ist jetzt mein schönes Team Deathmatch. Okay. Dann könnten wir ja später dann mal, auch mal ein anderes, was ja, anderes probieren. Dann später mal Ranked, das mit der Bombe legen. Ah, okay. Oh, hier haben wir ein Hütchen. So, ich habe jetzt schon mal einen Punkt. Haha. So. Hauptsache, die sagen mir da groß, ich soll das Kaufmenü mit B öffnen und meine Kaufzeit ist abgelaufen. Oh nein, ich glaube, ich kenne die Map noch nicht. Hier ist aber alles schön verflochten mit den Häusern. Mhm. Auf jeden Fall findet man hier schöne Deckung. So, jetzt habe ich 2 Punkte. Jetzt habe ich 3 Punkte. Oh, was sind denn das hier für Gegner? Die sehen ja mal. Oh, Hammer hätte ich. Bocci made it. Ne. Der
CPU hier hieß Connor. So, hey, immerhin Vierter. Nee, du bist Zweiter. Ich bin Vierter bei mir. Fail. Hoppla. Ah. Ja, wie gesagt. Hätte ich fast gemacht. Hast du das da hinten? Nee, nee, ich hab noch immer die ABP, ich hab noch immer die ABP. Nein! Ach! Au! Musste ich nachladen. Ja, ich hab's gemerkt. Warte mal ab, wenn du bei mir bist und ich eine Shotgun habe, ne? Dann geht's los. Ja, ja. Das Gute ist ja, also ich kann eigentlich super zu den Gegnern hin. Also so links, rechts, springen währenddessen. Etc. Oh, ich bin Erster. Siehst du, kaum habe ich eine Shotgun. Na. Au! Ah, der erwischt mich, der CPU. Oh, jetzt bin ich mit Project 90 unterwegs. Oh, hier kann ich nicht aufs Dach. Und wieder ein Punkt. Auf diese Map gibt es ja auch ein Easter Egg. Boah, das war knapp. Ja, was denn für? Hier kannst du so hören. Ah, und da klingelt das Telefon. Super. Na, ich lasse es jetzt einfach mal klingeln, weil ich keine Zeit habe, daran zu gehen. Ich habe auf ein Hühnchen geschossen und zum ersten Mal in einem Leben wurde das Hühnchen nur verwundet. Oh mein Gott. Es hat nur kurz geblutet. Oh, hoffentlich hinterlässt er keine Nachricht. Das wäre. Hey, guck mal, wer da ist. Nein. Du wolltest es so. Oh, er hinterlässt eine Nachricht. Nice. Boah, hier gammelt einer am Spawn rum. Ja, das ist immer echt ekelhaft, wenn da jemand rumgammelt in so einer Ecke. Ja, ja. Na gut, aber es ist halt auch ein CPU da. Ja. Ist klar. So. Ja. Und du, kaufst du dir eigentlich immer am Anfang dann irgendeine spezielle Waffe oder so? Nee, eigentlich nicht. Nee. Ah, okay. Ja, also... Wenn ich es schaffe, würde ich das ja auch machen, aber meistens vergesse ich es oder ich spawn mit einer guten Waffe oder ja, ist mir eigentlich auch egal. Ich finde es eigentlich auch gut, dass man so mit verschiedenen Waffen auch öfter spawnt. Ja, also random, ne? Ja. Vor allem, wenn man dann so eine Waffe hat, mit der man überhaupt nicht gut ist, kann man dann ja auch mal ausprobieren, mal sehen, ob man es schafft. Dann halt nicht. Ich stapeziere hier die Wand neu. Getötet. Ja? Naja. Und wie fand er es? Nee, ich meine jetzt. So. Er ist Bot-Bait. Ich hab Bot Connor getötet. Und Bot Vladimir. Oh oh. Und Bot Reed hat mich aus dem Verkehr gezogen. Au. Oh, ich bin der Einzige, der 200 Punkte hat. Ich weiß nicht, was mit mir los ist.
So, jetzt habe ich mich an Weed gerächt. Oh, das Mensch aus meinem Team. Wie man sich oft genug auch immer erschreckt irgendwie, weil das einer aus seinem Team ist und dann aus Versehen erstmal schießt. Oh, schon wieder Bot Weed. Darfst du aber auch nicht so oft machen, ne? Ja, ja. Warum nicht? Sonst wirst du aus dem Spiel gekickt. Ja, wenn ich zu oft auf einen Gegner schieße? Ja, selbst wenn es ein CPU ist. Oh, okay. Nein! Da kriegst du mich noch. Oh, ich kann das in diesem Spiel echt nicht. Wenn ich hinter einem Gegner bin, der vor mir entlangläuft und mich nicht sieht, dann kann ich echt nicht warten. Da muss ich immer sofort draufballern. Anstatt dass ich dann genau auf den Kopf ziele und den dann mit einem Schuss kite mache, dann muss ich immer sofort draufballern. Ja. Oh, jetzt hat sich der Weed auch mal gerecht. Ne, wenn du den Terroristen kreisen bist, ja, dann, wenn du die AK-47 hast, duck dich einfach, gib einen Schuss auf den Kopf ab, der ist sofort weg. Aha, und das Ducken ist jetzt speziell wofür? Für das Zielen. Ah, ich seh's gerade selber. Alles klar. Das ganze Crosshair. Okay, dann duck ich mich mal öfter. Ja, hilft auch beim Schießen. Ich hab's. Ja. Und wie ist das mit dem, mit diesem Modus, wo man die Bomben platzieren muss? Also, man muss dann zu diesen Markierungen und da dann einfach die Bomben. Es gibt einfach nur Bomben Ort A, das ist meine. Ort B. Und ja, du musst einfach die Bombe legen, dass sie keine Elfen. Mit einem Schuss einfach so mitten ins Gesicht. Aber Dings und Bots sind schwierig. Was? Also wie findest du die Bots jetzt? Also Mensch, ich hab hier einen. Ich hab hier den Connor. Jedenfalls, also ich finde, na gut, das sind halt CPUs und das sind halt nicht die Schlausen etc. Nur, für dieses Spiel finde ich es richtig gut, weil die so richtig gut. Oh, mitten, wenn ich was erklären will. Also ich finde die richtig gut gemacht in diesem Spiel, weil die sich dann halt auch wirklich den Bewegungen anpassen können. Naja. Und den anderen Spielern. Das finde ich halt richtig gut gemacht daran. So dass man dann auch bei, wenn man einfach gegen CPU spielt, dann gute Herausforderung hat. Ne? Was? Nicht solche Vollidioten, die gegen die Wand laufen. Ja, ja, wie das normalerweise wäre. Oder die noch nicht mal laufen, die einfach nur stehen bleiben. Die dann stehen bleiben, sich umdrehen, du hast sie schon lange abgedreht. Ja, ja. Oh, ich glaube, da ruft mich gerade jemand an auf Skype. Ja, und mich. Dich auch? Ich werde die ganze Zeit auf Facebook angeschrieben. Ich werde die ganze Zeit auf Skype angerufen. Ich glaube ja, das ist der liebe Dave. Ja, ja, kann schon sein, kann schon sein. Mein Gott, jetzt bin ich auch auf Skype. Nein, da muss ich nachladen. Ich muss noch kurz raus switchen, ich halte es nicht aus. Da habe ich Vladimir die letzte Ruhe gegeben. Gott, jetzt bin ich gestresst. Oh mein Gott, ich schreibe mal Facebook. Stalkt. Oh, ich muss dich finden. Ich muss dich jetzt finden. Oh, schon vorbei. Oh, ich bin Erster. Hey, wir bessern uns. Mein Gott, jetzt. Okay, sollen wir dann im nächsten Level, sollen wir dann gegeneinander oder miteinander? Sagen wir, wir spielen mal ein Online-Wettrüsten. Wettrüsten? Das mit den Bomben. Ah. Ja, aber ich wollte ja pro Video immer zwei Aufnahmen machen. Oder wir machen so ein spezielles Teil, dass wir dann in diesem Video halt nur zwei Runden machen, weil das sozusagen ein Einsteigervideo wäre und danach dann gegen andere Spieler. Da können. Warte, ja, okay, machen wir mal hier das ein Video und machen wir vielleicht nächsten Part mal dieses 90-Minuten-Spiel. Ja, okay, dann. Machen wir das so, dann beenden wir den Part dann jetzt. Sozusagen, das war dann das Einsteiger-Video. Da darf man aber nicht aussteigen, ne? Das geht ranked. Ja, ja. Okay, und was das jetzt auch speziell ist, darüber reden wir dann im nächsten Video. Ja. Dann bedanke ich mich, dass ihr vorbeigeschaut habt. Seht auch einmal beim lieben Steven auf dem Kanal vorbei. Der heißt auch Steven Camera auf YouTube. Ich kann ja aber seinen Link nochmal in die Beschreibung packen.
Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video von Counter-Strike Global Offensive. Ciao, Leute. Ciao.